So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ha, diesmal habe ich an den Timer gedacht. Bin stolz auf dich. Ja. Ach so. Ja, Timo, wir behalten jetzt sogar unser Inventar. Oha. Mit dem Update. Boot. Das habe ich jetzt, genau deswegen bin ich auch nur gestorben. Ich wollte das auch mal checken. Genau, du wolltest das präsentieren. Ich wollte das prüfen, auf Richtigkeit. Ah, ja, okay. Kann man ja auch niemandem trauen heutzutage, ne? Scheiß kaputten Lippen vom Fieber. Ja, was stand da? Da stand irgendwas von wegen, du behältst dein Inventar bis auf Rohmaterialien. Also keine Ahnung, wenn du jetzt Steine aufgesammelt hast oder so. Die verlierst du aus dem Inventar? Wenn ich schon diesen Grill sehe, ne? Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Vor allem, wenn ich wieder da drin verrecke. Ich bekomme meinen Rucksack auch nicht. Achso, warte mal, ich verliere gar keinen Rucksack. Hier gerade nichts, die machen. Gerade da ist eine Wolfsspinne! This area is too hot for me. This area is too hot for me. Aber wie man das noch an Leben verliert von diesem scheiß Feuer. Geht's noch? Und diese Wolfsspinne steht einfach so. Schnupper, schnupper. Oh. Ah, es sind jetzt auch noch zwei Wolfsspinnen. Yeah. Könnt mich doch alle mal, ey. Ist ja nicht normal. Heiß. Also wäre ich vorher nicht verreckt, wäre ich wahrscheinlich jetzt durchgekommen. Also, schon halb durchgebrutzelt. Ich habe keine Smoothies dabei. Ich habe dir anscheinend aus der Basis, aus Versehen, automatisch wegsortiert. Ja, das ist mir auch passiert. Dann muss ich es wieder einsammeln. Ja, es gibt an den Kisten... Ich meine, das wäre dieser Schieberegler gewesen. Jetzt eine Funktion, dass du da nicht aus Versehen, also dass du nicht automatisch einlagerst oder auslagerst. Sollten wir vielleicht bei der Smoothie und der Nahrungskiste machen. Wobei Nahrung verdirbt sowieso. Haben wir, glaube ich, gar keine. That should keep you safe. Safer. Don't burn your feet, Pete. Don't burn your feet, Pete. Ah, schon wieder irgendwas Lebendiges hinter mir. Ihr kriegt mich nicht. Ich renne schneller. Oh, da ist ja schon wieder eine Wolfsspinne. Ja, ich weiß. Feuer, heiß, aua. Feuer, heiß? Also jetzt bin ich auf jeden Fall mal oben. Fast tot, aber ich bin oben. Ich muss echt mal sehen, dass ich jetzt schnellstmöglich hier oben ein Camp baue. Ein Camp? Oh, hier. Hier ist aber schön. Hier ist auch eine schöne gerade Fläche eigentlich. Auf so einem Stein drauf. Oh, und hier hat man auch so eine schöne... Ah, warte mal. Irgendwas stand aber in den Einstellungen. Könnte man jetzt... Hätte ich vielleicht vorher mal machen können. Spielerdistanz? Ah, da wird jetzt aber angezeigt, genau. Entfernung der Spieler neben ihrem Namen im HUD angezeigt. Oh, das ist nett. Machen wir mal. Lösung, Qualität. Schärfentiefe. Bewegungsunschärfe. Blickfeld. Nee. Knesskala.
Irgendwo war doch. Tastatur, Controller, Audio, Bedienhilfe. Keine Ahnung, irgendwo. Müsste jetzt anwenden, ja. Ah, du bist 400 Zentimeter entfernt. Hey. Das ist die wichtigste Info überhaupt. Ja, genügend Sicherheitsabstand. Ich überlege gerade, wo ich... Ich überlege direkt Norden, nördlich von deiner Pilzbasis, könnte ich ja theoretisch eine Base bauen, von der aus wir mit der Zipline von A nach B kommen, oder? Ja. Ich plane ja da, wo dieser Turm umgeht, ist ja egal, man kann ja das Ding später immer noch verbinden. Ich will ja diesen, wenn ich auf diesen Felsen da Turm hinbauen. Ja gut, man kann ja, man kriegt ja nicht alle Ressourcen zurück, aber man kann ja. Ja. Die Seile auch wieder abreißen zur Not. Aha, ich bin also auch mehr als zwei Mal verbessert in diese, also mehr als zwei Tropfen in diesen Trinkschlauch da einpacken. Na gut, das waren ja vier. Ja, ich glaube im Standardding waren es aber irgendwie zwei oder so. Ja, ne. Wir hatten uns immer die Verbesserten gegönnt. Ja, als wir sie freigeschaltet hatten und irgendwie hätten 10 oder so herstellen können. Ja, meiner war nur eben leer. Deswegen bin ich jetzt gerade am Auffüllen. Weil morgen ist jetzt hier... Ah, es fehlt hier eine Uhr. Um 5.28 Uhr haben wir jetzt gerade im Spiel. Ah, Festung. Das ist wahrscheinlich deine Pilzbasis, ne? Ja, nachdem ich eben wieder 3 Stunden im Kreis gelaufen bin, bis ich wieder aus diesem Wald hier rausgefunden habe. Habe ich jetzt auch mal die Landschaft mit einem Marker zugemüllt. Das juckt mich nicht. Ich habe sowieso fast alle ausgeschaltet. Da, Lagerfeuer. Camp. Was mich jetzt interessieren würde... Was ist denn die Uhr gesperrt? Die Rohstoffe. Hier die Stängel und... Was hast du denn? Ton. Boah, weil finde ich denn bitte schon hier Ton? Was brauche ich dafür? Sprösslinge und Kleeblatt. Das sollte schon eher hinhauen. Ah! Warum ist die wütend auf mich? Feuerarbeiter, okay. Du was angestellt hast. Oh, nö. Hast du dir wieder einen gefährlichen Ort zum Leben ausgesucht? Nein, ich wollte gerade dieses Zelt aufbauen, um Respawn-Points zu haben. In dem Augenblick kommst du eine verknackte Ameise an. Naja, verstehst? Ja, ich verstehe. Geh ich jetzt... Ja, ich gehe jetzt mal kurz zurück in die Eichenbasis und hole mir ein paar Smoothies. Guck dann, ob man die... Kisten jetzt wirklich sperren kann. Wenn ja, mache ich das mit der Smoothie-Kiste. Ist ja egal, wir können ja, wenn wir Smoothies herstellen, manuell reinlegen. Gut ist. Manuell reinlegen? Sonst ist so eine Sklavenarbeit müsst ihr mir zumuten. Schwächen hacken. Komm her. Put. Sei ein braver Moskito. Thank you.
Das Vieh braucht 8 Jahre wartet auf Abstand. Dann darfst du irgendwie zweimal zuschlagen und dann fliegst du wieder weg. Wie schön angenehm, dass man jetzt von diesem Splat hier wieder hochmatscheln kann. Komm, Laus, renn schneller. Bin ich noch eine Peitsche mitgeliefert? Was? Schneller, Laus, schneller! Ich würde aber sagen, runter ging es schneller als hoch. Ja gut, ist halt die Schwerkraft dann noch zugunsten. Böse Schwerkraft. Nennen sie einfach Gravitation, dann passt das. Ja. Wenn ich mich für Bogen oder Armbrust entscheiden würde, könnte ich noch eine weitere Waffe mitnehmen. Timo? Haben wir eigentlich noch Pilze übrig, oder? Pilze? Pilzbrei abwinken. Ja, ich gehe auch immer noch mal ein paar von den Pilzen um. Das sind ja immer wieder einige Zeugs. Achso, hier oben war aber noch keine Zipline. Nö. Also deine Basis sollte auf jeden Fall ausreichend sein, um zu überleben. Meinst du? Ja, noch nicht. Noch sind es nur Wände und leere Häuser. Leere Häuser? Das ist ein riesen Palastraum. Verbindung abgebrochen. Hatte ich jetzt hier irgendwie so eine Sekunde kein Internet wahrscheinlich, ne? Oder ich, wer weiß. Nee, das ist mir die Tage schon mal aufgefallen. Da hatte ich irgendwie wirklich eine Sekunde lang kein Internet. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mein LAN-Kabel, was ja nur quer durch den Raum liegt, in einem Kabelkanal, so hinter allem anderen liegend, irgendwie ein Problem hat. Nein! Kannst du einfach wieder beitreten, oder? Ich könnte es versuchen, aber ich kann bei Steam gerade nichts auswählen. Ah, ich glaube, das hatte ich mich auch bei Steam eben. Ich will betreten. Okay, jetzt geht's. Ich finde es immer lustig, wie man gerade bei YouTube-Videos hier auch festhängen, böse, wie da die Blickrichtungen extremst unterschiedlich sind. Wir haben noch 674 Pilz bei. Schnell einlagern im nahen Lager, ausschalten. Jetzt gehe ich nochmal hin, hole mir das da raus und... Natürlich. Ich hatte ja noch was anderes rausgeholt. Ich hatte die Seidenseile dabei. Achso, wir brauchen aber auch Ton. Timo, wo war Ton? Auf meiner Basis noch jede Menge. Schön für dich, jetzt habe ich auch welches in der Tasche. Auf dem Rückweg.
Oh, ich nehme am besten direkt ein bisschen mehr. Ich muss ja wieder irgendwie da hochkommen. Also wenn du jetzt S drückst, wechselst du tatsächlich die Richtung. Das ist echt cool gemacht. Aber ich glaube, okay, das ist die Top-Änderung eigentlich. Aber dass du jetzt, wenn du mit diesem Pieper, also mit diesem Ausschau halten, dir eine Kreatur anschaust, dass du dann auch instant siehst, warum machst du nicht einfach irgendwas hinter, dass man nicht runterfallen kann? Ja, ich will ja noch einen Turm hinsetzen. Deswegen war das ja nur ein Provisorium. Kann man das eigentlich das... Nee, du kannst es nicht umsetzen, während da Seile dran sind. Okay. Timo, legst du dich wieder mit größten, bösen Kreaturen an? Ja, ich versuche es zumindest. Hauptsache ich stehe mit der Armbrust und schieße auch noch in den Poppes. Ey, setz dich bewegen. Ich glaube, da kommt noch eine. Da kommen sogar zwei. Die gehen auch weit auf dich. Wahrscheinlich, weil ich wegen der schweren Rüstung die größere Bedrohung bin. Ich glaube, diesen Bonus hat nur die Eichenrüstung gehabt. Eichenrüstung. Penetrante Nachbarn. Das ist halt, wenn du dir die ganze Zeit die Bierdose draußen rumliegen lässt und bis mitten in der Nacht feiern bist. Finden die auch nicht so geil. Ach, die waren da wegen Lärmbelästigungsbeschwerde, ja? Wegen Alkohol- und Drogenkonsum unter anderem, ja. Da war es ja gut, dass sie es erschlagen haben. Alter. Wir sind echt schlechte Menschen manchmal. Nein. Dafür sind ja Videospiele da, ne? Genau. Wie darf man seine Nachbarn erschlagen, wenn sie wegen Lärmbelästigung auftauchen? Den ganzen Tag zu Kreuze kriechen, weißt du, dann abends beim Zocken. Ja. Recht des Stärkeren und so. Ich bin auch weiter wieder mit Total War Warhammer, deiner Kampagne, die ich da dran bin. So mit den ganzen Untoten irgendwie im Verbündet, weißt du, dann so. Oh, da ist etwas Lebendiges. Diplomatiefenster öffnen. Ihr habt ja auch eine gemeinsame Grenze mit denen. Marschiert mal ein. Ja, mach das weg. Es atmet. Bitte mach das weg. Ja. Es versperrt mir die Aussicht. Was ist das denn? Ach, das ist dieser Zwerg. Wolfsspinne hacken und schlitzen. Aber jetzt werde ich mich nicht mit dieser Wolfsspinne anlegen. Nein, hier ist doch nicht schon wieder so eine Mücke. Bitte nicht. Spawn innerhalb von Sekunden diese Mücken, also. Wahrscheinlich doch. Das Ding ist, ich muss aber zu futtern finden. Wo muss noch ein scheiß Pilz wachsen? Wenn du hier langläufst und diese schlafende Spinne hörst, so. Schluck.
bitte nicht? Ich brauche eine Laus. Ich brauche eine Lause. Theoretisch, wenn diese Assel tötet, müsste man ja Fleisch bekommen bis zum geht nicht mehr. Aber das wäre auch bald Larven etc. Da müsste man eigentlich überall Fleisch rausbekommen. Ja. Und bei der Milbe vielleicht nicht, die ist vielleicht wirklich ein bisschen unangenehm klein. Oh Gott, hier ist jetzt auch dieses Pilzfungus-Ding am Wachsen. Never. Kriegsviecher. Ich bin mir immer noch nicht klar, ob das eine gute Entscheidung war, den Kanister dicht zu machen. Ach was, das passt schon. Bis jetzt habe ich mehr Nachteil davon als du, ne? Also passt das schon. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin sicher. Ich habe eine schöne große Festung auf einem Stein. Und sowieso keine Viecher hochkommen. Ja. Ich bin also doppelt sicher. Es muss doch irgendwo. Ja, Hauptsache liegen wieder zwei Frostspinnen. Skyrim lässt grüßen. Wolfsspinnen. Ich will jetzt nicht wieder die Billu-Methode machen und mich da hochbauen, wie dem Sandkasten. Hat eben alle 2 Zentimeter eine Milbe gesehen, eine Laus. Und jetzt gar nichts. Ah, das ist halt, wenn man sucht, ne? Ja, dann findet man es nicht. Ja, ich bin gleich tot, wenn ich nichts futtern finde. Andererseits, ich spawn ja direkt hier vorne wieder. Da bist du wieder satt, ne? Ja, zumindest die Hälfte. Ja. Bleib stehen! So, wo war jetzt mein Lagerfeuer? Oh, in 2 Minuten bin ich tot, wenn ich nichts esse. Swans, sonst stirbst du. Timo, rette mich. Schick mir ein Care-Paket. Schick mir eine Stulle, mit Liebe gemacht. Heute nicht. Knarz, hörst du da die Mülltonne aufgehen? Ja, ich hab hier noch was. Ja. Frittiert schmeckt das bestimmt. Sonst kriegst du es mit Maggi serviert. Das kann ich gerade so entbehren. Aber mehr auch nicht. Rechnung kommt am Monatsende, ne? Ja. Endlich. Leben voll, bisschen was zu essen. Trinki ist auch voll. So, und jetzt heißt es wieder panisch kreischend durch den Garten rennen. War das nicht von Anfang an so? Ich habe eigentlich keine Erinnerung daran, dass wir jemals was anderes gemacht haben. Oh, ich sag mal, im normalen Garten geht's doch eigentlich mittlerweile. Abgesehen von den Wolfsspinnen, die sind immer noch heavy, aber... Ja. Infizierte vor allen Dingen, ne?
Ich glaube, da gibt es auch nur diese eine von dem Spiel, oder? Ich habe bis jetzt noch keine andere gesehen. Wenn es noch mehr gibt, dann haben wir verloren. Dann überlasse ich dir den Garten kampflos. Fido, geh doch bitte mal da vorne hin. Ich glaube, ich hatte da etwas gesehen. So. Jetzt habe ich sogar noch ein paar Smoothies übrig. Hi. So, ich glaube, ich habe alle Materialien im Rucksack, die ich brauche, um den Schlafgemach zu bauen. Könnte ich zumindest im oberen Teil des Gartens instant einen Respawn-Point setzen. Ganz mutig, wie ich bin. Ja, ein Held. Der deinen Namen trägt. Was ist das denn? Kugelkäfer. Aha. Wahrscheinlich Marienkäfer in noch stärker. Dankeschön. Aber Timo, Marienkäfer waren doch deine Leibspeise, oder nicht? Ja. Er hat die Population ausgelöscht. Da hast du wahrscheinlich wirklich die komplette... Was, die Katze? Nö. Katze liegt noch da und tut so, als würde sie schlafen. Ich bezweifle, dass sie wirklich die ganze Zeit schläft, während ich hier rumblöke. So ein Schaf. Ah, Respawn Point. Ah, ich find Pete so süß. Tiny Pete's ready for some tiny rest. Ich überlege gerade, es wäre irgendwie noch lustiger gewesen, hätten sie einen der weiblichen Charaktere Tina genannt. Tiny Tina is ready for some tiny rest. Und wir würden jetzt die ganze Zeit an Tiny Tinas Wonderland denken. Ja gut, Grounded war ja vor Tiny Tinas Wonderland draußen. Aber ich glaube, Tiny Tina gab es schon vor Grounded, also sagst. Mit anderen Worten. Ja, jetzt würde ich sagen. Wahrscheinlich so ein paar Copyright-Schwierigkeiten. Was? Da steckt Microsoft hinter, die haben doch sowieso die Hälfte von allem gekauft. Aber dann nicht diese Hälfte. Es ist dann genau das eine, was sie nicht haben, ne? Ja. Du hast Schwäche stechen. Lecko mio, ey. Zwei, drei Angriffe landet das Ding und ich bin wieder fast down. Wenn das der Timo hört. Wer weiß das? Oh. Du hast doch diesen Rüsselkäfer. Dieses Rüsselkäfermesser, oder? Rüsselkäfermesser? Nee, nicht Rüsselkäfer. Ich Stückennadel, ja. Genau. Kannst du mir davon. Ah, komm! Das ist ja noch aggressiver als vor dem Update! Kannst du auch keinem erzählen, wie aggressiv dieses Vieh ist? Ich bin schon wieder tot. Ich sehe echt. Doch, ich sehe da so einen Pixel von meinem Lebensball. So viel. Ja, ich glaube, beim oberen Garten wird mein Smoothie-Verbrauch wieder minimal steigen. Was so minimal ist?
6 Unkrautstängel. Hättest du gleich die Güte oder die Möglichkeit, dich zu diesem Seilwindenpunkt mal zu stellen, damit ich genau sehe, wo der ist? Dann kann ich hier gucken, wo du willst ihn sowieso noch umstellen irgendwann, ne? Ja, aber das kann man ja eigentlich verbinden. Solange da irgendwo was positioniert ist, kannst du dir ja hin und her schalten. Du kannst wahrscheinlich sogar zu unserer Basis rüber. Zu der Eichenbasis. Oh Gott, da ist ja schon wieder so ein Vieh. Das Ding legen. Solange du das hoch genug platzierst oder so, müsstest du die eigentlich locker anwählen können. Ey, das ist doch nicht normal, Timo. In diesem Spiel doch. So aggressiv, wie das auch noch ist. Die normalen Larven, weißt du, die sind nervig. Aber die springt dich ja auch noch an. So schnell kannst du ja nicht wegrennen. Ja, der kleine Bärchen, der so kurz weglaufen. Ja, seit ich geschrumpft wurde schon. Ja, sowas. Und nicht nur das ist kleiner geworden seitdem. Was denn noch? Meine Nase. Deine Nase, ah ja. Ein Schwein, wer jetzt was anderes gedacht hat. Genau. Ganz an diesem Drang zu widerstehen, F zu drücken. Ja, es wird mir auch gleich wieder losgehen. Wird ja schließlich wieder dunkel. Können aber ja, froh sein, dass da nichts irgendwie Nerviges drauf liegt. Ja. Pheromonausstoß, um Käfer anzulocken oder so. Ja, Waffen wegwerfen, so. Nee, Waffen direkt verschrotten. Noch besser. Ja. Unwiderruflich, ne? Das ist das Wichtige daran. Ohne, dass man irgendwas wiederbekommt. Ich könnte für 26 Seile zu dem Trinkpäckchen bei dem... Oh. 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 Oh, oh, oh. Nee, das war's nicht. Wie kann ich ein Seil wieder entfernen? Ah. Das müsste es sein. Oh, da hatte ich ja gar nicht dran gedacht, dass es gehen könnte. Das ist wieder eine faszinierende Entdeckung gemacht. Ja, was mein Hirn nicht schafft, schafft das Spiel. Ich glaube, das ist mal wieder so eine ebenerdige Bahn. Jetzt sind wir beim Sandkasten, wo man schneller gelaufen wäre als mit der Seilrutsche. Ah nee, es geht sogar bergauf. Aber ungefähr in dem Winkel wie beim Sandkasten. Timo, wir können jetzt von unserem Dach aus direkt zum oberen Garten. Hey. So fein gemacht. Hast du wieder das letzte Gras verbraucht? Boah, ich hasse das, wenn du das tust. Ja, das kann sein.
hätte gerade Neues gesammelt, aber ich glaube, ich habe es schon wieder verbraucht. Ja, ich muss mich dann jedes Mal gucken, wo das drin war, wieder zurücksortieren. Oh mein, Inventar ist voll mit Brei. Larve, Ameisen. Ganz ehrlich, diese Säuredrüse, ne? Die sieht nach allem aus. Aber nicht nach einer Säuredrüse. Du hast auch schon wieder das letzte... Die letzten Spinnenfaden verbraucht. Lass das mit dem letzten verbrauchen. Das ist scheiße. Den kannst du das nicht mehr automatisch einsortieren. Er hat Müll. Demnächst lege ich das alles bei deiner Pilzbasis hin, dann kannst du das wegsortieren. Oh ja, Müllkiste. Ja, und für jeden Mist werde ich eine neue anlegen. Glaub's mir. Ja, hier mal ganz was Neues. Mal, du wolltest, dass ich eine ordentliche Sortierung anlege. Ich habe eine angelegt, dann bitte trickst das System nicht aus. Nachdem ich es dir schon x-mal gesagt habe. Wie gesagt, wir hatten keine Spinnenfäden mehr. Doch, hatten wir. Aber du bist auch schon wieder extrem leise geworden. Ich weiß nicht, ob du leiser redest oder vom Mikrofon weggekommen bist. Aber dass wir welches hatten, das weiß ich ganz genau, weil ich hatte es nämlich selber einsortiert. Gerade eben, vor einer halben Stunde. Ah, und diese Wanddeko war das, glaube ich. Die soll wohl jetzt... Wie war das? Die einen Buff geben. 25% mehr Schaden gegen das jeweilige Vieh, wenn du das aktivierst. Für eine Viertelstunde, glaube ich sogar. Also wenn du jetzt einen Marienkäferkopf an die Wand hängst, den aktivierst, machst du wohl 15 Minuten mehr lang, 25% mehr Schaden gegen Marienkäfer. Irgendwas hatte ich gelesen. Achso, und ich wollte testen, ob man Stängel und Grasplatten jetzt auch hochschicken kann. Und dann jedes Mal eine einzelne Laus mit da dranhängt. Fahr das mal hoch. Das könnte ich jetzt eigentlich mal testen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.